Doch, es ist wahrscheinlich, dass er den Täter gesehen hat. Wie jammer schade, dass wir von ihm keine Aussage bekommen. Ja, das ist frustrierend. Trotzdem müssen wir mit den Ermittlungen weitermachen, so gut es geht. Ich will, dass er weiterspricht! Oh, also erst wolltest du, dass der Banker weiterspricht, jetzt willst du, dass der andere, wie hieß der jetzt nochmal überhaupt? Wachmann. Einfach nur Wachmann? Ich glaube schon. Okay, dass der weiterspricht. Oh, Hilfe. Nach allem, was wir bisher gehört haben, scheint das ja ein recht sonderbarer Fall zu sein, was? Es gibt keinerlei Spuren eines Bankraubs, kein einziger Hinweis, weit und breit. Genau das ist das Problem, auf das wir bei unseren Ermittlungen gestoßen sind, mein Guter. Was, wenn ich das jetzt mal so probiere? Also Hastings mit... Doch, ich will wissen, wie das klingt. Sehen wir uns mal im Tresor um, bevor wir die Flinte ins Korn werfen. Das geht doch nicht wahr, Mr. Banker? Hier. Gefunden. In Estland ist es gesetzlich verboten, während der körperlichen Liebe Schach zu spielen. Das heißt aber, dass Schach eben nicht pervers ist, weil... Schach ist ein königliches Spiel. Und wenn man es nicht während der körperlichen Liebe spielt, also wenn es absolut ausdrücklich empfohlen oder sogar gesetzlich gefordert ist, dann wäre Schach pervers. Aber wenn es verboten ist... Ja, es ist eben so pervers, dass es verboten wird. Ach so, das ist sowas für die ganz, ganz Fetischisten-Typen, ja. Leute. Ja. Also, was... halt welche, die Dame. Was kriege ich denn... Ja, genau. Was kriege ich denn für 100 Euro? Naja, also du kriegst eine Runde Schach. Oh Gott. Also Schach ist aber echt toll. Ja, aber nicht... Werde ich auch so euphorisch. Ja, ja, genau. Also bei Schach, da geht mir auch immer einer ab. Oh Gott. Naja, weiter so. Oh, Mr. Banker kommt. Natürlich, ich werde sie persönlich herumführen. Eben, wenn wir Essen pervers sein kann, dann Schach doch erst recht. Ja. So, wir sind also mit allem durch und können jetzt weiter? Oder wollen wir nochmal den Wachmann ansprechen? Oh, der Intimbereich des Tresors. Mal gucken. So sieht also ein Tresorraum von innen aus. Ah, oh, der ist ja gewaltig, nicht wahr? Oh, und dieser Tresorraum erst. Und wie er glänzt. Alles hier besteht aus Metall. Da ist ein Ventilator hinten. Ich wette, der hat das einfach unter das eingesaugt, das Geld. Oh, weißt du, wo die nächste Schachweltmeisterschaft übertragen wird? Auf YouPorn! Ja. Nein, was nochmal? Was hattest du vorher? Da ist ein Ventilator! Der hat das Geld eingezogen! Das kann... Meinst du wirklich, dass der ausreicht? Natürlich. Das sind Geldscheine. Ja, aber... Aber, na, kommt darauf an, das ist ja... Hier gibt es ja einzelne Fächer. Okay. Das dient der Sicherheit. Die Wände sind so dick wie die Tür und bestehen aus schweren Metallplatten. Wie in aller Welt hat es jemand geschafft, etwas aus so einem sicheren Raum zu stehlen? Genau, deswegen ermitteln wir Ernest um die Antworten. Genau deswegen ermitteln wir Ernest, um Antworten auf Fragen wie diese zu finden. Oh Gott, hier. Guck ist da! Erstmal was anderes anklicken, oder? Ja. Hinweismünze in diesem komischen... Ja, und die Goldbahn habe ich angeklickt, da kam Text. Okay, dann nehmen wir den Text erstmal mit. Schaunum ist Goldbahn und so viele. Ja, so etwas darf im Tresorraum einer großen Bank natürlich nicht fehlen. Hm? Was ist los? Ist dir etwas aufgefallen, Cat? Wie lange befinden sich die Bahnen schon im Tresorraum, Inspektor? Wissen Sie das? Man hat mir gesagt, dass sie hier schon einen Monat lang rumliegen. Die Diebe, die 100 Millionen Pfund gestohlen haben, hätten also auch das Gold gesehen, ha? Gold ist doch aber schwerer als Geldscheine. Ja, eben. Also ich würde jetzt auch sagen, ich würde deswegen lieber... Deswegen war es der Ventilator. Andererseits, warte mal, ein Kilo Gold ist ungefähr 16.000 Euro wert, soweit ich das im Kopf habe. Wenn der Goldpreis noch so stimmt, wie ich ihn vor einer Ewigkeit gehört habe. Das heißt, man bräuchte wie viele 500 Euro... oder was ist das Größte in...
Pfund? In Pfund wären es ja eigentlich dann bloß noch vielleicht so 13.000. Das ist bestimmt das nächste Rätsel. Nee, aber warte mal, wie viele Scheine braucht man, um 13.000 Pfund abzubilden? Ich denke mal, die haben auch 500er, wenn nicht sogar 1000er. Ja. Also nee, nicht so viele Scheine, also okay, ach, ja, ein Schach Kilo... Schach kann auch pervers sein, fällt mir gerade auf, Strip-Schach. Wer spielt denn bitte Strip-Schach? Immer wenn eine Figur geschlagen wird. Du denkst dir das Spiel gerade aus, oder? Ich spiele sehr viel Schach. Aber nur Strip-Schach. Entschuldigung. Nein, nur normales Schach. Aber oh, WTF muss ich anzeigen lassen. Nee, aber ich spiele nur normales Schach. Aber theoretisch, wenn man Strip-Poker machen kann, kann man auch Strip-Schach machen. Ja, stimmt. Oh Gott, das muss ich halt... Das wäre echt mal lustig. Ja, gut, beim nächsten Stream dann eine Runde Strip-Schach. Nein. Okay, dann eben nicht. Also, Gold wurde keines gestohlen. Achso, ja. Ja, ganz recht, aber Miss Goldsafe, Goodsafe meinte, dass kein Barren fehlt. Also, ja. Nochmal WTF. Aber warum? Warum wird das nicht angezeigt, wenn Leute WTF schreiben? Nur weil das F für... What the... Naja, du weißt schon, wofür das steht, ne? Du weißt, wofür WTF steht? Ja. Gut. Aber warum es jetzt so schlimm ist? Na, wie auch immer. Welcher Dieb wäre nicht betört von all diesen Goldbarren? Die sind aber schwer. Das müsst ihr wissen. Ja, jetzt wo sie es sagen, das ist schon etwas komisch. Ich hätte die auf jeden Fall eingesackt. Ich meine nicht, dass ich je daran gedacht hätte, etwas zu stehlen. Rein hypothetisch, verstehen Sie? Ah, welcome to Facebook, WTF. Wenn schon Fanservice, dann richtig. Fanservice. Sogar sie hätten wohl Probleme damit, sich mit so viel Gold aus dem Staub zu machen, Inspektor. Es ist extrem schwer. Nicht wirklich etwas, was man so auf die Schnelle wegschaffen kann. Ja. Ja, das leuchtet ein. Ja, das leuchtet ein. Hätte den Täter wohl zu viel Zeit gekostet. Ja, genau. Und deshalb wurden wohl nur die Banknoten entwendet, während das Gold liegen blieb, meinen Sie? Das ist nur eine Theorie, aber sicher wissen wir es erst, wenn wir uns genau umgesehen haben. Aber ja, es würde dann noch Sinn machen, also dass weil die Goldbarren so schwer sind sie nicht weggeweht worden. Ja. Münzenregen! Ja, stimmt, das ist ja so ein Riesenteil, ja. Das Münzenregen! Wo? In der zweiten Lampe von links. Zweite Lampe von links. Ja, dass hier haufenweise Gold und Münzen drin sind, das ist und ja... Und in der Lampe oben ist eine Hinweismünze. Und dann hatten wir noch die eine Hinweismünze, dann müssten wir eigentlich durch sein. Ja, eigentlich müssten wir das alle haben. Okay, was haben wir hier noch so? Die Tresortürchen? Ach so, ist nur Text. Diese kleinen Metalltüren aufzubrechen. Natürlich gibt's keine Fenster, das wäre ja auch lächerlich. Ich würde meinen, dass jemand mit Klaustrophobie hier richtig Schwierigkeiten haben dürfte. Klaus! okay. Also wollen wir zuerst den Ventilator, dann die Metalldingens da und dann die Leichen... Welches jetzt? Was? Was zuerst? Ventilator? Von oben nach unten. Ventilator, okay. Warte mal, hier unten war noch was? Nee. Doch, hier ist noch was. Ein Rätsel! Ich hab dich schon angeklickt. Dann lesen wir es mal schnell bei dir durch und dann... Okay. Also, meine Güte, was für ein unglaublich großer Ventilator. Das, junger Mann, ist das Herz des Belüftungssystems des Hermit 5000. Das Belüftungssystem ist angegangen, wo der die aufgemacht hat. Und dann gab es einen Durchzug und... Und dann gab es einen Durchzug, der Durchzug hat... die Tür gegen den Kopf von... Gegen die Beine geschmettert. Achso, ja. Und dann, die voll schwer war. Aber wie kann so ein Luftzug so eine Tür bewegen? Die ist ja leicht. Nee, die ist schwer. Die ist voll schwer. Aber die geht mit dem Code so auf. Die geht mit dem Code auf. Also, jedenfalls, der Zug hat auf jeden Fall das Geld weggeweht. Und dadurch, dass die Tür automatisch war, aber das alte nicht, hat es ihn voll überrascht und deswegen weggehauen. Hier Hinweisbarren. Ja. Ja, das wäre cool. Ja, das wäre echt cool.
Aber ja, wir stehlen sozusagen gerade aus einer Bank Goldmünzen. Ja. Na, wie auch immer. Das, junger Mann, hatte ich gerade. Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden auf einem durchgehend konstanten Niveau gehalten. Aber warum braucht man eine Kühlanlage in einem Tresorraum? Die Leute kommen hier doch immer nur kurz herein, nehme ich an. Sie müssen wissen, dass wir in unseren Tresorräumen nicht nur Geld für unsere Kunden aufbewahren, sondern auch kostbaren Schmuck und wertvolle Kunstwerke. Solchen Gegenständen schaden schon die kleinsten Schwankungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Das stimmt tatsächlich wirklich bei Gemälden vor allen Dingen. Ja. Der Herr mit 5000 ist nicht nur stark wie ein Ochse, sondern auch... Ach nee, er hat auch ein Dach stark wie ein Stier. Oh. Egal. Ich hab grad wieder Werbung im Kopf gehabt. sondern auch sanft wie ein Lamm zu den Dingen, die er beschützt. Oh, verstehe. Also in etwa wie die Klimaanlage in Museen und bla bla bla. Kunstgalerien. Ja. Ja, genau so, junger Mann. Obwohl ich zugeben muss, dass der Ventilator in letzter Zeit ein wenig gezickt hat. Daher mussten wir ihn abstellen. Und dann auf einmal ging er von alleine wieder an. Ja. Was natürlich keinerlei Auswirkungen auf die Sicherheit des Tresorraums hatte. Also wird die Luft im Tresorraum von diesem großen Ventilator bewegt, der mit dem Belüftungssystem verbunden ist. Oho. So, und jetzt kommt bei dir erstmal der Hinweis, den ich mir dann auch noch holen muss. Musst du dir dann halt holen. Ja. Und ich mach hier mal schon mal... Ach nee, wir machen hier schon mal weiter. Wir können uns ja den Hinweis dann auch mal angucken bei mir. Genau da. Da ist schon der Text. Oh, schaut nur, ein Rätsel. Meine Güte, hier drin im Tresorraum? Meinst du, dass das ein besonders wertvolles Rätsel ist, Miss? Der Wert des Rätsels liegt daran, wie interessant es zu lösen ist. Finden wir mal heraus, ob was ist, das hier wert ist, okay? So und so viele Pikaraten. Ja, genau! Es ist... 35 Pikaraten. Nur... Oh, Zahlenreihe, okay, dann... Hier hängen einige Papierschnipsel mit Zahlen und einer davon fehlt. Welche Zahl ist deiner Meinung nach auf dem fehlenden Papierschnipsel gewesen? Oh. Einfach. Ja. Dass ich mir mal so viel Zeit lasse. Ja, wie viel Pikarats sind 1 Euro oder andersrum? Wie rechnet man das? Das war echt. Das ist echt saumäßig einfach. Ja, 9, 0, 1, 2, 3. Na, 9, 0. Achso, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, ehrlich gesagt, die Einsen kann man auch weglassen. Ja, von der 9 geht es wieder zur 0 ja, rüber. Ja, aber das wusste ich so. Also, das habe ich gesehen. Ja, also im Grunde, die Einsen hätte man auch einfach weglassen können. Meine Güte, ist das ja. Bin ein Rätsel mehr. Ich muss nur noch einen Punkt haben, um aufzuhören. Nein! Oder? Nein! Oder? So, und jetzt mit so einem interessanten Rätsel. Ich kann vorlesen und du machst schon mal weiter, damit du den Hinweis nachholst. Ja. Mit so einem interessanten Rätsel hätte ich kein Problem damit, da mal eine Zeit in so einem Tresor eingeschlossen zu sein. Sind da noch mehr Rätsel drin? So, jetzt musst du den auch sprechen. Hey, die wollen deine Fotenabdrücke nicht überall auf ihrem glänzenden Metall. Okay, so, meine Güte, bla 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 bla. Gewaltiger Lüfter. Ja, wie in meinem Rechner. Hm. Der ist genauso groß. Ja. Metallscheiben. Ein Teil der Klimaanlage, die Temperatur und Feuchtigkeit im Tresorraum regelt, damit Papier und anderes Metall nicht beschädigt werden. Aha. Und erst recht nicht angesaugt. Was war jetzt? Du musst den Bildschirm ändern. Du musst den Bildschirm ändern. Ich spiel schon damit rum. Okay. Dann spiel mal damit rum. So, jetzt die... die Metallplatten. Metallplatten. Inspektor Hastings, waren diese Platten schon so positioniert, als man den Tresorraum heute Morgen... vorgefunden hat? Absolut! Der Tatort sieht exakt so aus, wie man ihn vorgefunden hat, außer dass der bewusstlose Mr. Sickleston in einem Krankenwagen weggebracht wurde. Der Krankenwagen ist hier leider nicht mehr drin.